Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von The Division. Ja, servus. Endlich geht's weiter, würde ich mal sagen, ne? Yep. Und heute mal in meiner Sicht. Ja, in Kevins Sicht diesmal. Ja, das wird die schlechteste von allen, von daher. Und dann ist es in der nächsten Session wieder meine dran, dann wieder Stefan. Bevor wir jetzt hier weiter so dumm rumsitzen und Hampelmann machen oder sowas, würde ich sagen, wir fangen mal an zu leveln. Oder stehen. Wo rennst du denn wieder hin? Zur nächsten Markierung, ne? Zur Nebenmission. Bei mir geht die Markierung, ich hab vergessen, wie man rennt. Ah, okay. Echt? Bei mir geht's hier lang. Hör irgendwie einfach mal mir, ich bin einfach seriöser als du. Nein, Respekt. Okay, ich bin seriöser als Stefan auf jeden Fall. Nee, fängt ja gut an. Ja. Warum es die letzten Tage keine Dingens gab, wir hatten halt einfach zu dritt halt nie Zeit und das ist halt okay, weil Real Life und so, auch wenn ich gewisse Dinge nicht bevorzugen würde. Was denn zum Beispiel? Was sind die gewisse Dinge? Naja, Arbeit und Schule ist wichtiger, das ist stimmt. Und was ist nicht wichtiger? Geht's? Alles andere. War nur ein Scherz. Ach komm! Nicht so ernst. Du stirbst ja fast. Fängt ja gut an. Ich schwitze schon. Ja, ist auch verdammt warm geworden heute, ne? Ja. Wie viel? 26 Grad, glaube ich? Bei mir im Zimmer sind es gerade 25 Grad. 25? Wow. Jo. Computer und Playstation laufen. Bei mir auch. Ja. Und ja. Aber du bist halt eher im Keller, Kevin. Hm? Du bist aber eher im Keller. Nein. Eher, meine ich. Eher als wir. Also ich wohne im ersten Stock. Du hast ja noch ein bisschen Erde vor dir. Erde vor mir? Also auf einer Seite zumindest. Nein. Gut, dann habe ich es halt falsch im Koffer, ist mir auch egal. Ich wohne im Erdgeschoss. Sieht bei dir nicht so aus, wenn man immer eine Treppe rauf geht. Wollte gerade sagen, das wirkte für mich jetzt auch so, als wäre das der Keller. Nee, jetzt einfach nur Eingang zum ersten Obergeschoss. Nein. Geht's dann noch weiter runter oder was? Nein. Erdgeschoss bei uns Ende. Nein. Du hast nur ein Erdgeschoss, du hast keinen Keller. Nein. Dann bist du sozusagen trotzdem ein Kellerkind. Nein. In der tiefsten Ebene bist. Das sag ich jetzt nichts. In der tiefsten Ebene ist es ja immer am kühlsten. Naja. Du wohnst auch im Erdgeschoss. Ja, aber es gibt noch einen Keller, der ist kühler. Bei gewissen Sachen ist es wärmer, wenn du tiefer drin bist. Ja, unter der Erde zum Beispiel. Oder bei Frauen, aber das ist was anderes. Lassen wir das wohl besser. Ey, da sind Leute, die gehen gerade in die U-Bahn. Sind NPCs. Aua. Will ich aber nicht schnell von dir. Direkt mal angreifen. Oh, blauer Loot. Oh, kein blauer Loot. Oh, grüner Loot. Da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ey, Stefan, ich will nicht in den Schuss rein. Geht ja doch immer das Gleiche, ey. Damit wir richtig viel Abwechslung haben im letzten Spiel. Ah, so muss das nämlich. Hier müssen wir gar nicht rein, ne? Nein. Boah, ich darf nachher nach ein paar Wochen Pause wieder mal Skyrim aufnehmen. Ich krieg's direkt mit der Steuerung wieder raus. Anfang wollten wir dann mal WoW wieder aufnehmen. Ich habe jetzt Game Time. Schon seit einer Woche oder so. Ich habe immer Game Time, mir ist es egal. Ich hab Monatsabo. Monatsabo? Ja, also verlängert sich jeden Monat automatisch, aber ich kann trotzdem jeden Monat kündigen. Ich weiß, was Monatsabo heißt. Ja, weil du so blöd gesagt hast. Monatsabo. Ja, und darf ich das nicht so sagen, wie ich will, oder was? Oder was? Was war meine Mucke? Korrekt gut an. Rennt eigentlich hin. Zur Mission hier. Eben Einsatz. 0,2 Kilometer. Okay. War gerade ein Hund, waren zwei Hunde. Ja. Dann würde ich sagen, wir würden mal. Ja. Nein, wir können ja am Montag oder Dienstag aufnehmen, also morgen oder übermorgen. Ja, mal schauen. Unter der Woche ist meistens eher unpraktisch. Was ist gerade komisch bei mir an? Weil ich gerade fast am Sterben bin, also. Mein Charakter. Deswegen heißt er dich nicht mechanisch.
Ah, das ist jetzt wieder vorbei. Kaputt schlagen, kaputt schlagen. Das sind ja immer noch Gegner, das, ich dachte schon, was macht der? So, ich muss nachladen. Wenn du mal weggehen würdest, hätte ich ihn abschießen können. Ich habe auf dich geschossen. Ach man. Hätte, hätte, Fahrradkette. Da vorne links. Dann sind wir auch schon da. Oder fast. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Okay. Hallo Person. Hallo Person. Ja, ich weiß nicht, was Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Oh, das sind böse Buben. Töten wir die bösen Buben. Was soll man denn sonst machen? Wenn wir sagen, ja komm, du darfst jetzt schießen und die anderen gucken zu. Natürlich. Was? Was haben die auf dem Mobil von Mast geworfen? Ich hab gerade verstanden, was Snickers auf dem Mobil von Mast geworfen. Ich hab keinen In-Game-Sound. Ohne Scheiß, ich hab gerade verstanden, was Snickers auf dem Mobil von Mast geworfen. Gut, ne? Ist man Snickers, dann geht's dir wieder besser. Alter, ich, Snickers. Gut, dass wir nicht aus meiner Sicht aufnehmen. Warum? Weil ich rumlaufe. Falls ein Grund, warum? Als hätte ich gesoffen. Ich muss mich wieder ins Spiel reinfinden, ne? Och man, ich komm mit diesem scheiß Geschütz noch nicht klar. Aua. Verdammt, ich bin fast tot. Natürlich bist du das, warte ich kurz an. Mal wieder. Oh, ich bin auch fast tot. Sei tot. Da, für dich. Oh, ich bin tot. Kann sich selber retten. Genau. Kannst mich auch aufheben. Ja, kenn ich auch. Da ist aber noch einer. Ja, Hund lassen. Scharfschütze. Wo? Da oben. Vorsicht vor den Ding. Da haben immer noch ganz viele grüne Strahlen, noch nicht. Ah, da oben. Bin daneben, schießt. Jawohl, es war ein Scharfschütze. Ja. Nur ein toter Scharfschütze ist ein guter Scharfschütze. Wie kommen wir jetzt hoch? Wir müssen gar nicht hoch. Ich muss erstmal hier hin. So. Oder den Snickers oder was auch immer. das ist wieder eine Zeitmission, ne? Ja. Die einen hätten wir ja letztes Mal fast verpennt. Was macht ihr da eigentlich? Gegen die Wand rennen. Versucht da hochzukommen irgendwo. Weiß ich mir froh. Ah, hier geht's her. Was? Wo? Bist du sicher? Ich komme auf jeden Fall höher. Okay. Das ist ein Argument. Das stimmt. Ich gehe über eine Mauer, obwohl wir gar nicht über Mauer hätte gehen müssen. Ja, ich auch. Und falle wieder runter. Kevin, laufen denn noch beide deine Aufnahmen? Ja. Gut. Gut. Ich frage nur sicher, aber. Das erste Mal, dass ich aufnehme, ne? Nein, ja. Ja, hier. Und zu dritt, ja. Weil die anderen Sachen hast du jetzt auch an einem Buch geschafft. Ich höre sie laut und deutlich. Verdammt. Könnten Sie sich als nächstes um die Müllabfuhr kümmern? Dann wieder runter, würde ich sagen. Schon gut, vergessen Sie es. Wo runter? Na da. Stefan, was machst du? Was? Weiter geht's. ich war eventuell AFK. Ich mach grad meinen Checkpoint mal. Also AFC. Eigentlich. Away from Controller. So, jetzt mal meine Markierung mal weg. Markierung? Kletterweg markiert. Ich hab das so schön markiert. Ich hab meine weggemacht, deswegen. Ja, damit hast du meine weggemacht. Wo seid ihr überhaupt? Da. Ah, da. Oh. Ups. Was machst du denn? Da hab ich auch gerade. Was machst du denn? Bitte du mal. Dennis! Was denn? Ich will meinen Finger platzieren, nur Schütz. Leroy! Dang, dang! Ja. Zack. Du bist eigentlich ein Engel. Aufs Maul! Aufs Maul! Oh, da sind ja noch mehr. Ich finde, das. Kartoffeln. Ich finde, die Zielhilfe könnte ein bisschen höher sein bei dem Spiel. Ach. Manchmal schon. Gerade wenn man so lange nicht gespielt hat, ist es immer wieder, dauert das wieder ein bisschen, bis man drin ist. ITF-Verstärkung angekommen.
gefordert. Weil ich die letzten Tage viel GTA mit dem Controller gespielt habe. Alles klar, dann machen wir dir mal Platz hier. Hier, Granate. Denk dran, wir müssen die Dinger verteidigen. Ne? Aber Kevin, wie machst du die Folgen? Wir müssen die Dinger verteidigen, ne? Hinter uns ist alles voll Gegnern. Ich bin alles voll Gegnern. Alles voll Gegnern, ja. Ist doch richtig. Alles voll. Oder alles voll mit Gegnern. Ja. Das ist unser Aufwand. Die Dinger verteidigen, wo ich gerade einen weggemacht habe, der den Sprengsatz geplantet hat. Ja, da siehst du mal, das ist halt doof, wenn man aufs Klo muss. Sepp hat die Bombe geplantet. Sprengvorrichtung, Vorsicht! Er hat was geplantet? Oh, hi! Ich hab gesagt, Sepp hat die Bombe geplantet. Aha, hat er das? Oh, hat er. Versucht. Mann, ich will immer die scheiß falsche Taste. Scheiß falsche Taste? Das mach ich, alles mach ich. Ja, ich heim mit ihm aus Versehen. Ach, manchmal kapier ich das Geschütz nicht. Wenn ich gedrückt halte, dann kann ich ja eigentlich aussuchen, wo er das platzieren soll, ne? Ja. Na, auf damit! Manchmal macht er das nicht. Manchmal stellt er das dann einfach auf den Boden. Da kommen noch mehr. Oh oh. Hätte man wirklich auch mal Granate werfen. Mach ich voll selten, wenn ich Granaten werfen. Wow. Ich mach das meistens zum Beispiel Bossgegner. Instanz. Und her, wenn er was wollt. Wir machen euch platt, Junge. Ich muss... Das gerade kam, ich mach mich platt, Junge. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security. Mini-Junge. Mein Inventar ist voll, verdammt, ich hätte vielleicht mal vorher verkaufen sollen. Ja, dann geh dich mal verkaufen. Dann geh dich mal verkaufen. Geh mal verkaufen und komm wir müssen, zurück. Wir müssen doch eh gleich in Dings, hast du gesagt, oder? Eigentlich hier in dem Gebiet nicht, aber... Ah, warte, ich zerleg einfach gerade ein paar Sachen. Leg gerade? Können aber auch in Safe ausgehen. Mir ist das egal. Wie ist der Scheiß, den ich hier im Inventar hab, eh? Ups. Alles egal. Der war schwach, Dennis, der war schwach. Ja. Ja. Ich bin halt nicht so episch wie du in dem Fall, ne? Ja. Dover King kann nur schreien, wenn ich wirks. Gekonnt ist gekonnt. Ja. Was machst du denn, Dennis? Ich warte. Ich bin Zerleger. Achso. Piepen da so? Was? Was piept denn da so? Wo? Mir hat gerade was gepiept. Vielleicht deine Waschmaschine. Keinen. Nein, im Spielzaun ist das ja auf jeden Fall. Ja, da höre ich das nicht. Kann eine Bombe sein. Es gibt ja hier überall diese Minen. Jetzt habe ich wieder die Hälfte frei. Okay. Zerlegen. Was summt denn hier auf mein Handy? Ich weiß, wie man lautlos macht. Wo seid denn ihr jetzt hergelaufen? Da. Soll irgendwo Gegner sein. Vor uns. Unangenehme Typen, ja. Kochshow. Hier vor uns, die mit dem... Unsere geliebten Gegner. Das, was da gepiepst hat, war eine Brandbombe. Blau, blau, blau ist der Loot, der da liegt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich krieg natürlich keinen Loot, ne? Ich habe eben keinen Loot bekommen. Loot tut gut, Loot tut gut. War doch. Fail. Ja, ich bin gerade am überlegen, aber ich... Ja, lege ich an. Auf jeden Fall. Habe ich ein größeres Magazin mit. Hey, komm raus da. Wer soll wo rauskommen? Meine Schokolade. Ja, der ist voller Schoko. Meine Schokolade. Hör auf, ich kann nicht rennen. Mein Bauch ist der voller Schoki. Schoki? Willst du auch mal meinen Schokostängel in den? Das erinnert mich an die Mediamarkt-Seite, wo ich auf der Suche nach meinem Laptop war. Und dann auf die Seite gegangen bin, den Laptop da auswählen wollte. Leider ist der Laptop vergeben. Aber wie wär's stattdessen mit Schoki? Kein Scheiß, also stand 1:1 da und dann war so ein Bild von einer Tafel Schokolade. Ja gut, warum nicht, ne?
Oh, ich wollte einen eigenen Laptop kaufen für, keine Ahnung, 900 Euro. Aber wie wäre stattdessen mit Schoki? Schoki ist immer gut. Hm. Müssen wir überhaupt her? Ja, wir müssen hier rein. So, warum geht denn, lauft denn alle dran vorbei? Weil der Gegner war. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ich hab direkt einen falschen Eingang gewählt. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet.